Vielen Dank, Stefan. Also ich bin vielleicht der einzige heute hier, der ein bisschen Hilfestellung braucht, und ich mache das nicht regelmäßig, aber nichtsdestotrotz hat es mich sehr gefreut, dass ich hierher kommen darf. Also wenn mir vor 3 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich im Tempelhof den Vortrag halten soll, dann ich das immer ganz nicht. Aber ja, wie gesagt, ich finde es toll, dass wir hier sind, und eigentlich haben wir alles gleiche Interesse mit dem fruchtbaren Boden. Ja, und darum soll es an dem Wochenende gehen, und darum geht es auch hier heute. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Michael Weber, ich bin noch 44, bewirtschafte den Betrieb bei Schwäbisch Hall mit meiner Frau, mit 2 Kindern, mit meinen Eltern und 2 Mitarbeitern. Und ja, so sieht der Betrieb heute aus, so wie man sich heute so der richtige Vollgas konventionelle Landwirt vorstellt. Ja. Also, wir haben mittlerweile 250 Hektar Ackerbau, davon sind 40 Hektar Wohnbewirtschaftung für den Betrieb, der aber auch vor 2 Jahren schon gesagt hat, ich will das gut, was du machst, ich will, dass du das machst. Ich habe das, ja, das ist deswegen nicht billiger oder teurer, wie wenn ich es pachte. Also ich habe zumindest eine Auslastung für meine Maschinen. Mittlerweile haben wir nur noch 100 Schweine, vor einem Jahr waren es noch 1400. Aber ja, das war ein Tod auf Raten bei den Schweinen. Wir haben vor 10 Jahren ging es los, dass die Schweinepreise in den Keller gingen, ja, und damit auch, sage ich mal, die Fleischproduktion in der Region runter. Und da sind wir unmittelbar mit dran verbunden. Ja, wir haben es 10 Jahre versucht, durch diverse Umstellungen von Mehrflugzucht bis zum Schluss auf reine Schweinemast den Betriebszweig zu halten. Aber irgendwann muss man sagen, wenn ich das Geld, was ich in der Biogasanlage noch verdiene, immer da reinstecke, eigentlich ist es auch gescheitert, lass das bleiben. Jetzt haben wir halt einige Ruinen dastehen, wo wir gerade noch auf der Suche sind, was wir in den Gebäuden machen. Wir haben noch 100 Schweine, die haben wir auf Stroh. Da sind wir jetzt gerade dran, da was in Richtung Direktvermarktung aufbauen, aber mit Fleisch und Direktvermarktung ist es ja nicht ganz einfach. Wir haben eine relativ große Biogasanlage mit 600 kW elektrischer Leistung. Davon, um die zu beschicken, brauche ich 50% externe Lieferanten. Also wir bekommen die Gülle von unserem Nachbarbetrieb komplett, fahren die Anlage mit so zwischen 50% Gülle und Mist, was für unsere Region hier auch nicht ganz typisch ist. Die meisten haben alle 30%, die sie müssen. Wir haben 2 festangestellte Mitarbeiter, einer war bisher im Stall tätig. Da müssen wir jetzt noch schauen, was der in Zukunft arbeitet, weil der ist 55 und ich bin jemand, der jetzt sagt, okay, du, ich brauche dich nicht mehr, ja, mit 55, das macht man einfach nicht. Dann haben wir noch 20 Hektar Grünland, das sieht man jetzt auf dem Bild vielleicht nicht so, aber gerade zwischen Hof und Wald, das ist so ein Streuobstgürtel, das sind fast ausnahmslos FFH-Wiesen. Also wir haben 200 Streuobstbäume, davon 10 Hektar FFH-Wiesen, die ich dann eh nicht düngen darf, und da geht es jetzt auch los. Nächstes Jahr fällt dieses Brandweinmonopol, was da mit dem ganzen Obst, der jetzt die Chance genutzt im Herbst und haben die Streuobstwiesen rausgenommen, haben die als Bio-Obst dann auch vermarkten können, weil wir eh schon jahrelang nichts düngen durften. Dann war das für uns so ein kleiner Step in die Bioproduktion. Woher kommen wir? Also ich mache schon 30 Jahre pfluglos, beziehungsweise mein Vater hat schon angefangen. Aber halt das klassische konventionelle Pfluglos, ja, ich lasse halt das Stroh auf dem Acker. Ich setze Glyphosat ein, ja, vor der Saat. Und ja, das haben wir relativ lang gemacht. Ich habe auch gespielt, ja, wie lang kurz vor der Saat kann ich Glyphosat einsetzen. Ich habe dann schon irgendwann gemerkt, wenn ich das 1-2 Tage vor der Saat mache, hat es auch Auswirkungen auf den Feldaufgang. Ja, das sind so kleine Dinge, wo man dann wieder das Denken anfängt. Ja.
was mache ich da? Dann hatten wir aber das Problem, wir hatten 2009 die Flurneuordnung, die Flurbereinigung, ja, das heißt, die Flächen wurden zusammengelegt, ich habe auf 90% der Flächen bei Null angefangen. Und das war schon hart, da habe ich erstmal gesehen, wie gut meine Böden eigentlich schon in Schuss waren, trotz konventionell konservierter Bodenbearbeitung. Zeitgleich 2009 kam die Biogasanlage hinzu, mit erstmaligem Anbau von Silomais, wie gesagt, man hat Getreide und Raps. Dann die schweren Erntemaschinen. Und ab 2010, das war vielleicht der größte Fehler, den ich gemacht habe, bin ich in eine Ackerbaukooperation eingegangen. Ich wollte für mich eigentlich Arbeitszeit freischaffen, ich wollte den Ackerbau abgeben. Und ja, den Betrieb gab es schon, wir hatten dann zu 500 Hektar. Betriebswirtschaftlich lässt sich das alles toll darstellen. Wir hatten modernste Technik, Schlepper mit GPS, große Gruppe, ja, vorne 2 Tonnen Frontgewicht, ja, muss ich sagen, ja, wie blöd kann man sein. Ja. Aber ja, das ist das, wo wir herkommen. Und es hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass das nicht gut geht. Also ich habe innerhalb von 3 Jahren gemerkt, dass meine Böden massiv abbauen. Dadurch, dass man in dem großen Betrieb jedes Zeitfenster nutzen musste, um auf die Felder zu fahren. Und die anderen 4 Betriebe, die haben Lössle im Boden. Ja, ich hab schwere Tonböden, sogenannte Minutenböden, da darf man einfach nicht reinfahren, wenn es zu nass ist, sonst ist die Ernte schon im September gelaufen. Es hat sich auch herausgestellt, dass die Ackerbaukooperation finanziell für uns keinerlei Vorteile hatte. Die Maschinen waren zu schwer, die Organisation war in einem anderen Betrieb. Ich hatte eigentlich mit dem Ackerbau nichts mehr zu tun. War ja eigentlich meine Absicht, ja, aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht das, was ich will. Ja, ich bin eigentlich gerne auf dem Acker, viel lieber als im Stall. Und ich habe halt gemerkt, dass die mit der Organisation von einem 500 Hektar Betrieb hoffnungslos überfordert waren, obwohl sie keine Tierhaltung hatten, die hätten nur den Ackerbau machen müssen. Ja. Es war in meinen Augen viel zu wenig Gespür für den Boden da. Und wir hatten wirklich dramatisch schlechte Erträge. Also ich habe mal gesagt, der dümmste Bauer in Rundlo hat mehr vom Feld runtergeholt als wir. Ja. Und wie gesagt, oder letztendlich war es dann halt doch einfach ein menschliches Problem, dass es nicht funktioniert hat. Und ja, so macht der Mensch halt Fehler. Probleme generell in der konventionellen Landwirtschaft, was wir auch in der Ackerbaukooperation festgestellt haben, wir haben zunehmende Resistenzen gegen Ungräser, Unkräuter und auch Insekten. Wir haben es uns in der Ackerbaukooperation noch gezüchtet, ja, durch verringerte Aufwandmengen. Wir haben generell schwieriger werdende Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln. Es werden uns sicher auch irgendwann Wirkstoffe verloren gehen, ja, wenn wir diese ganze Glyphosat-Diskussion anschauen. Das hätte auch anders ausgehen können für die konventionelle Landwirtschaft, dann hat man ein ganz anderes Problem. Und dann haben wir die Novellierung von der Düngeverordnung, die ansteht, ja, die sicher auch notwendig ist, sehe ich auch so. Wir haben einfach in gewissen Regionen Probleme mit Nährstoffverlusten, auch ins Grundwasser. Wir haben ganz generell ein zunehmendes Akzeptanzproblem von unserer Art der Landwirtschaft. Jetzt bin ich halt, ich bin kein Mensch, der sich jetzt an den Problemen auffällt. Ja, ich will dann suchen, wie komme ich da raus, wie kann ich als Betrieb hier weiter existieren. Das Foto habe ich zum Glück im Internet gefunden, das fand ich eigentlich ganz treffend. Ja. Mal raus aus der Kiste, gucken, was gibt es. Ja. Heute, dank Internet, gibt es tolle Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich habe gesucht, was gibt es für erfolgreich wirtschaftende, fluglos wirtschaftende Biobetriebe. Ja. Da stößt man auf den Sepp Braun, da stößt man auf den Friedrich Wenz. Ja.
da der Friedrich mir regional näher liegt, bin ich mal zum Friedrich hingefahren. Und das hat mich eigentlich sofort begeistert. Ja. Und dann habe ich eigentlich den Vorschlag in der Ackerbaukooperation gemacht. Damals ging es los mit diesen Bodenkursen. Wir fahren da zu zweit hin, ja, weil ich will das nicht allein machen. Ich habe ja eigentlich nicht die Verantwortung in der Ackerbaukooperation, sondern der Betriebsleiter sollte das mitmachen. Ja. Aber es bestand einfach null Interesse an Innovation, an Veränderung, weil wir sind ja die größten Hohenlohn und wir kennen es am besten. So drastisch muss man das sagen, so bekam ich es auch gesagt. Also, wenn es sich so nicht lösen lässt, das Problem, dann muss ich es von mir aus aktiv angehen. Das heißt, ich habe die Ackerbaukooperation gekündigt, weil ich wieder Bauer sein wollte und ich kontrolliere im eigenen Betrieb. Ich habe dann ab September 2014 diesen Bodenkurs in Grünen bei Dietmar und beim Friedrich gemacht. Der fand damals in Chiemgau statt, über EM Chiemgau. Christoph Fischer ist vielleicht ein Begriff. Ja, weil der Friedrich hat zu mir gesagt, du musst dorthin, weil dadurch, dass wir Biogasgülle haben, ist das Thema EM und Gülleaufbereitung einfach für dich elementar. Und so war es dann auch. Ja, dann bin ich dann im September zum ersten Mal hingefahren. Das waren fünfmal zweieinhalb Tage, zwei Tage. Zwei Tage sind zu frei. Ja. Und das sagt eigentlich schon alles, was da passiert ist, ja, aber das war einfach verrückt. Ja. Der Vorteil war, dadurch, dass ich ins Chiemgau fahren musste, da bin ich 4 Stunden unterwegs, bis ich dort bin. Ja, in den 4 Stunden kann ich peu à peu meinen Betrieb zu Hause ausblenden. Ja, wir haben zum Glück Mitarbeiter und eine tolle Familie, die das alles machen können. Ja, das ist das, was der Sepp vorhin gesagt hat, sich auch die Zeit nehmen für sowas. Weil wenn ich immer nur daheim im Hamsterrad renne, sehe ich ja nichts anderes. Ich sehe immer nur das Hamsterrad. Und dann bist du dort, bist eigentlich schon im Kopf relativ frei. Ja. Und dann sitzt du da, 30 Bauern, 5 konventionelle, 25 Biobetriebe, aber das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Es ging für alle nur um Boden, Bodenfruchtbarkeit. Und das war, ja, wie Gehirnwäsche ist eigentlich das treffende Wort für mich. Ja, weil wir haben dort so viele eigentlich alte Sachen, altes Wissen, ja, das ich damals selbst in der Schule gelernt habe, wieder hin aufgetischt bekommen, aber auch diese ganzen neuen Sachen, was Ingrid Hörner gesagt hat, was Dietmar und Friedrich weltweit aufsammeln. Ja, das war, also die 4 Stunden Heimfahrt, da habe ich manchmal zu Hause gefragt, wie hast du das geschafft? Ja, das war eigentlich wie ein Tunnel. Ja, du hast eigentlich nur das verarbeitet, was du in den 2 Tagen gehört hast. Und ja, so Sachen wie Einsatz von biologisch-dynamischen Präparate, EMs oder sonstige energetische Komponenten, das habe ich ja immer gelacht. Ja. Meine Frau hat das schon länger gemacht. Ja. Die hat mir auch den Impuls irgendwann gegeben. Die sagt mir seit 20 Jahren, versuch doch mal was anderes. Ja, so ist das seit auch gesagt. Ja, ich habe halt 10 Jahre zu lang gebraucht. Ja. Wir haben eigentlich alles investiert gehabt, bevor das dann angefangen hat zu denken. Nichtsdestotrotz habe ich das alles aufgesaugt wie ein Schwamm, ja, weil ich wollte was verändern, weil ich sehe einfach, dass die konventionelle Landwirtschaft, sag ich mal, im Großen und Ganzen eigentlich an die Wand fährt, wenn wir so weitermachen. Ja. Wir waren jetzt Anfang der Woche auf der Grünen Woche, auf dem Erlebnisbauernhof. Ja. Es ist alles schön, so wie es ist, aber wir haben die Schweinehaltung nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen aufgehört, weil ich einfach gesehen habe, was, so wie das aussieht, wenn man sieht, was man den Tieren eigentlich antut. Ja. Wir haben denen schon 5 Jahre mehr Platz gegeben, die haben bei uns alle Strohraufen drin gehabt, aber wir haben halt Spaltenboden gehabt. Es hat funktioniert, aber ich habe deswegen für meine Schweine ja keinen Cent mehr bekommen. Ich habe mich wirtschaftlich schlechter gestellt, weil ich weniger Schweine produziert habe und habe keinen Cent mehr für mein Produkt bekommen. Die Zeit geht doch schneller als gedacht. Biogasanlage, Humusaufbau, kam heute Morgen schon mal in der Wortmeldung, ja, Biogasanlage.
das hat gar keinen Wert vielleicht, ja, in die Richtung kann man so sehen. Im ersten Augenblick ist das schon so, ja, ich bringe immer wieder ein feuchtes Medium in den Boden ein oder auf den Boden auf, mittlerweile ja nicht mehr in den Boden ein. Und ich habe diese schwere Erntetechnik. Und ja, ich sehe ja bei uns, was die Biogasanlagen treiben. Ja, wenn ich über 50% Mais bin, mit meinem Wissen mittlerweile, könnte man selbst das vielleicht hinbekommen. Aber sag ich mal, wenn ich es im Herbst nur rumdrehe und im Frühjahr wieder Mais reinsehe, dann geht es definitiv schief. Und wenn ich jedes Jahr 5 cm tiefer pflüge, um irgendwas wieder unten zu vergraben, das mir irgendwo schadet, ja, das funktioniert nicht lang. Deswegen sage ich, es ist kein Widerspruch, wenn man es richtig macht. Für mich ist Biogasanlage die Chance, über Anbau von Gemengen Bodenleben aufzubauen. Ja, wir machen jetzt seit dem dritten Jahr Wickrocken. Ja, ich brauche bei den Wickrocken keine Herbizide, ich brauche mittlerweile keine Fungizide mehr. Ich brauche deutlich weniger Mineraldünger wie im klassischen Weizen. Ja. Und so Dinge wie Untersaaten, die stören mich ja da gar nicht. Ja, wenn da mal was durchwächst, ich hole eh nur die Biomasse. Ob das jetzt Beikraut, Unkraut ist oder die eigentliche Pflanze, stört mich in dem Fall jetzt nicht. Ja, deswegen, für mich ist es jetzt eher die Chance, die Biogasanlage zu nutzen, um meinen Boden mit einem Schuss zu bekommen. Und wir haben jetzt auch vor 2 Jahren angefangen, dass wir wieder mit Futtergräser anfangen, aufgrund des Bodenflusses, ja, als zusätzlicher Substratlieferant, aber auch als Kohlenstoffpumpe für den Boden. Ja. So Gemenge, wie du es heute Morgen gesagt hast, das muss ich wahrscheinlich erstmal probieren, aber vielleicht ist das auch noch eine Option. Wie haben wir das dann umgesetzt? Also die ersten Versuche waren im Frühjahr 2015 dann. Im Herbst Landsberg Gemenge angesät und haben dann im Frühjahr angefangen, flach zu schälen mit der Technik, die da war. Also so ein Bertschi-Schälgrupper mit ganzflächigem Schnitt, haben in der Front gebucht und haben dabei EMs eingespritzt, ja, zur Rottelenkung. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ja, das Arbeitsbild oder die Bodenstruktur oben war top. Das Problem war, dass die Schare extrem hohen Verschleiß hat. Und wenn ich nach 20 Hektar einen neuen Satz Schare brauche, dann wird es irgendwann teuer. Und mit dem, was ich heute so weiß, denke ich, dass das Mulchen diese Pflanzensäfte zu schnell freisetzt, dass das die Rottelenkung nicht so schnell einbauen kann, dass wir das Mulchen eigentlich gar nicht brauchen. Aber so lernt man halt dazu. Ja. Das war jetzt dann die Frage, was machen wir, wenn ich so hohen Scharverschleiß habe? Das ist für mich komplett, das kann ich irgendwann immer zahlen, wenn man bei 20, 25 Euro pro Hektar nur Materialkosten vom Gruber. Jetzt vielleicht das Tabuwort hier. Ich sehe es mittlerweile auch entspannt. Ja. Ich habe nicht mal relativ intensiv drüber gesprochen, was machen wir für Technik, um diese Futtergräser kontrollieren zu können, ohne dass wir Glyphosat brauchen oder nachher irgendwelche Herbizide. Und ja, wir haben uns entschieden für einen Schälpflug. Halt jetzt, ja, eine Nummer größer, weil irgendwo muss man die Fläche bewältigen. Also für Magfernerland ist ein 8-Schar-Flug. Wir arbeiten so zwischen 10 und 12 cm tief, was man eigentlich immer noch zu tief ist, aber viel flacher geht es einfach nicht. Ja. Und die Schlagkraft ist halt nicht mehr das, was wir vorher gewöhnt waren. Wenn ich mit einem 4 Meter Grubber mit vielleicht über 15 km/h drüber fahre, habe ich halt entsprechende Schlagleistung, die habe ich im Flug nicht. Dafür habe ich einen Arbeitsgang und die Fläche ist sauber. Wir wollen jetzt aber nichtsdestotrotz im Frühjahr mal das Fräsen noch probieren mit Rottelenkung, die Rottelenkung aber auch beim Schälpflug, um das mal gegeneinander zu stellen, was für uns dann nachher besser funktioniert auf dem Betrieb.
ja, bodengemäß. Es sieht jetzt nicht so krümelig aus wie beim Dietmar oder beim Sepp, aber das ist eine Fläche am Hof. Da parken das ganze Jahr die Transportfahrzeuge von der Biogasanlage. Und das war jetzt 2 Monate nach der letzten Ernte. Und man sieht einfach, dass sich von oben was tut, wenn da oben was ist, was wachsen kann. Das ist eigentlich das, was ich zeigen möchte. Und ja, wir versuchen jetzt, dass wir die, dadurch, dass die Schweine jetzt weg sind, brauche ich jetzt kein Futter mehr für die Schweine produzieren. Wir wollen jetzt eigentlich eine Fruchtfolge, 90-95% für Biogas machen. Ja, das wird fast 50% Silomais sein nächstes Jahr und die anderen 50% getreidige Mengen. Aber wichtig ist dann einfach beim Silomais, dass wir mit Untersaaten arbeiten, dass wir über den Winter was Grünes auf der Fläche haben, ja, und nicht dieser klassische Silomaisanbau, wie man vielleicht im Kopf hat. Was haben wir schon umgesetzt? Das haben wir heute schon mehrfach gehört, diese Bodenchemie, die Kinsey-Düngungen. Ja, da waren jetzt auch schon wieder 3 Lehrjahre. In der Düngeempfehlung von Kinsey stand bei mir als wichtigste Düngungsmaßnahme Gips drin. Aber ja, der konventionelle Bauer denkt Gips, Calciumsulfat, Calcium und Schwefel. Also düngt der konventionelle, düngt dann Calcium und düngt Schwefel separat. Hat ganz gut funktioniert. Im zweiten Jahr habe ich dann geschaut, wie kommst du an Gips? Gibt es ja diesen Rea-Gips aus der Rauchgasentschwefelung. Also gibt es ja günstiger wie Naturgips, ja, als Halbschwabe. Natürlich, was kostet es? Ja, bei 250 Hektar auch einfach ein Kostenfaktor. Ja. Das hat überhaupt nichts gebracht. Null Reaktion im Boden, komischerweise. Und jetzt haben wir vergangenen Herbst mit Naturgips angefangen. Und das, also der Effekt war wirklich phänomenal. Also innerhalb von 2 Wochen, es hat sofort nach der Ausbringung geregnet und nach 2 Wochen war der Boden komplett anders. Der war richtig locker, da hat man mit der Hand rausgraben können. Ja, das war für mich so ein Hallo-Effekt, das hat der Dietmar vor 2 Jahren im Kurs schon gesagt, gibt es locker den Boden. Aber manche brauchen halt ein bisschen länger, aber immerhin hat es irgendwann noch geklappt. Dann haben wir jetzt seit Mai, haben wir jetzt angefangen mit Komposttee. Oder generell vitalisierende Blattspritzungen. Vor allem Komposttee, aber auch mit Spurenelementen, was halt gebraucht wird. Im Herbst war eine Update-Veranstaltung mit Dietmar und Friedrich und als ich dann die Effekte vom Komposttee bei den anderen Betrieben gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwas stimmt bei mir. Wir sind dann relativ schnell drauf gekommen, dass es die Wasserhärte bei uns ist, dass unser Wasser zu hart war. Es hat funktioniert, ich habe Effekte gesehen, aber nicht so deutlich wie bei den anderen Betrieben. Deshalb werden wir jetzt umstellen auf Regenwasser für den Komposttee. Dann diese Blattsafttests machen wir jetzt auch seit 2 Jahren, ist sicher noch ausbaufähig. Ich mache es bis jetzt nur, wenn ich weiß, jetzt könnte die Pflanze irgendwo Stress haben. Wir haben letztes Jahr extrem nasses Frühjahr gehabt, das Jahr zuvor war es extrem trocken. Aber ich denke, das ist ein Werkzeug, das ist wirklich für jeden Bauer was. Egal ob Bio oder konventionell, wenn ich damit feststellen kann, meine Pflanze hat Stress, ich kann der mit einer Calciumspritzung, mit von mir aus noch Zucker, ja, den Stoffwechsel wieder anschieben, bevor es krank wird. Ja. Das ist, also für mich war das phänomenal, vor allem wenn man sieht, was dann rauskommt. Das links ist der Mais nach der Schälung mit Rottelenkung im Juni 2015. Man sieht, wir haben jetzt gerade Gärrest reingefahren mit der Grasuntersaat, also der neuen Spülle fast mit eingemischt. Aber der Mais steht eigentlich bombig da, obwohl er zu dem Zeitpunkt erst die Hälfte vom Stickstoff hatte. Problem 2015 war, dass
ab Ende Juni kein Wasser mehr kam. Und unser Mais mit der Blüte voll in die 40 Grad Periode kam. Also wir hatten Flächen, die hatten nicht mal einen Goldentank. Rechts sehen wir Futterweizen. Der hat nur noch, also ich habe immer drei Fungizidbehandlungen beim Weizen gemacht, so klassisch, die man sich empfohlen bekommt. Ja. Damals noch eine Sicherheitsmaßnahme gemacht, aber wir haben die Abschlussbehandlung war keine Fungizidmaßnahme, sondern es war eine Blattspritze und damals noch ohne Komposte, aber mit Calcium, Zucker, ich weiß gar nicht, was Dietmar alles empfohlen hat. Ja. Und allein diese Spritze, und wenn ich sehe, was die Kollegen getroschen haben, haben uns 10 Doppelzentner mehr Ertrag gebracht. Und ja, im Vergleich zu dem, was die Kollegen geerntet haben, auch qualitativ, wenn man die Einkörnung sieht von dem Weizen, sowas habe ich gar nicht gekannt, obwohl wir das volle Programm an Düngung und Pflanzenschutz gemacht haben, wie es empfohlen wurde, sowas habe ich noch nicht gesehen auf meinem Betrieb. Und wirklich von der Farbe her kräftige Körner und die mein Stroh abholen, also die uns Mist liefern für die Biogasanlage, holen unser Stroh, die haben auch gesagt, so einen Stroh haben wir noch nie gehabt. Heute ist das Stroh, das ist nicht mehr gelb, das ist weiß. Und unseres war wirklich wieder goldgelb. Ja, jetzt bin ich schon fast am Ende. Ich denke, dass die gesamten Boden für uns alle, ich will auch nicht von Bio oder konventionell reden, das ist einfach unsere Lebensgrundlage. Die haben wir nur einmal, ja, und die wird jeden Tag weniger, weil immer mehr Zugpflastik wird. Die müssen wir wieder intakt bringen. Ja. Es ist einfach wichtig, weil der Klimawandel, selbst wenn wir es schaffen, dass die 3% was tun, dass wir vielleicht noch stoppen können, ja, aber wir haben jetzt zwei schlechte Maisernten gehabt aufgrund von Nässe und Trockenheit. Und das gibt einem schon massiv zu denken. Ja, wenn Sie noch mehr über unseren Betrieb wissen wollen, schauen Sie auf meinen Blog. Ja, das habe ich vor einem Jahr angefangen, weil das für mich so ein bisschen ein Werkzeug war, wie verarbeite ich die ganze Situation. Ich habe jetzt das ganze Wirtschaftliche vom Betrieb komplett ausgeblendet. Ja, wir haben extrem viel Fremdkapital drin. Ja, wir haben so einen massiven wirtschaftlichen Druck und das konnte ich jetzt in der Zeit trotz allem nicht rüberbringen. Das geht den ganzen anderen konventionellen Betrieben auch so. Ja, wir müssen irgendwo wieder hin zu einfachen, zu kleineren Lösungen. Ja, aber wenn man mal in diesem konventionellen Hamsterrad drin ist, also ohne dass es wehtut, komme ich da nicht raus. Ja. Also ich bin gerade auch am Überlegen, was ist das kleinste Übel. Ja, aber letztendlich arbeiten wir im Moment für die Bank und da darf noch viel schief gehen. Deswegen machen wir diese ganzen Schritte im Bodenaufbau Step by Step, ja, ohne Risiko für uns als Betrieb. An dem anderen Mikro muss man arbeiten. Bevor wir noch ein paar Fragen abholen, meine Frage an dich, du hast ja gerade erwähnt mit Internetseite und Blog, es ist ja so ein bisschen was, wo du echt ein großes Interesse hast und was besonders ist, was du da machst. Ne? Kannst du ein paar Worte noch dazu verlieren? Also Kommunikation und Landwirt vielleicht ja auch irgendwie was Besonderes? Oder? Wenn das interessiert, sehr gerne. Ja. Deswegen waren wir am Montag auf der Grünen Woche, ja, weil das unsere Art der Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber ja, ich habe einfach bin schon 3 Jahre bei Facebook aktiv. Ja. Aber das ist dann auch so, da trennt sich dann wieder nur die Landwirte, die sich gegenseitig Schulterklopfen. Ja. Das will ich nicht. Ich will Kontakt zum Verbraucher haben. Ja. Und das bekomme ich über sowas, über eine eigene Seite auch. Ich bekomme kein direktes Feedback vom Verbraucher, aber ich merke, wenn man jetzt in die Stadt geht, ja, ich finde das toll, was du schreibst, ja, die lesen alle mit, auch wenn ich kein direktes Feedback bekomme. Oder ja, die Biogasanlage soll noch ein bisschen wachsen, ja, jetzt nicht baulich, aber von der Leistung her. Und da geht es jetzt auch darum, da gibt es Öffentlichkeitsbeteiligung, da kann wirklich jeder dazu sagen, nee, ich will das nicht oder ich finde es gut, ja. Und wir haben halt dann, als das
in der Auslage ging, dieser Bebauungsplan, habe ich meine Anbauplanung drin, ich habe meine Substratliste von der Biogasanlage drin. Ich will, dass das total transparent ist, weil nur so kriegt man wieder Vertrauen vom Verbraucher. Und also es gab von meinem Nachbar die einzige Anmerkung, waren Fahrzeiten während der Ernte. Ja, und da hat er auch vollkommen recht. Aber sonst keinerlei Widerspruch. Und wenn ich mein Umweltgutachter hat gesagt, also normalerweise gibt es bei jeder Biogasanlagenerweiterung mindestens eine Bürgerinitiative. Wenn wir das schon mal geschafft haben, dass die Leute Vertrauen haben zu dem, was wir tun, dann haben wir schon viel gewonnen. Aber das war eigentlich nicht der ursprüngliche Antrieb, ja, dass ich jetzt diesen Bebauungsplan durchbekomme, sondern ich will, dass die Leute wissen, was wir draußen tun. Ja, die sehen diesen Riesenbetrieb, die denken, das ist alles aus der Portokasse bezahlt, was da für Nöte, was da auch manchmal familiär dahinter steckt, das ist das, was ich darüber bringen will. Ja, das, die Emotionen, die dann auch dahinter stehen. Ja, das ist jetzt leicht, hier vorne zu stehen. Ja, meine Frau sitzt immer irgendwo am Rand, aber sie trägt das auch alles mit. Ja, sie muss das auch alles mitmachen. So. Fragen. Ja, vielen Dank, Michael. Aus meiner Sicht macht jeder Betriebsleiter das Beste, was er für seinen Betrieb kann, das Beste, was er weiß. Und deswegen, um Gottes Willen, keine Polarisierung, schon gar nicht mit mir. Frage, bitte. Was ist aus deiner Sicht für jemanden, der interessiert ist daran, aufbauende Landwirtschaft zu betreiben, der wichtigste erste Schritt? Wo sollte man anfangen? Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber eigentlich ist so ein Bodenkurs. Es war definitiv nicht abgesprochen. Ja? Aber wie soll ich als konventioneller Landwirt an dieses Wissen kommen? Oder als Landwirt generell? Ja? Wenn ich das heute Morgen gehört habe von der Ingrid Hörder, oder warst du das? Du warst mit diesen Singvögeln oder das, was in Indonesien passiert. Woher erfahre ich das? Ja. Das wird ja alles totgeschwiegen. Ja? Es gibt nur noch Industriewissen, nicht mal die offizielle Beratung macht mehr was Neutrales. Ja, das kommt alles von der Industrie und wir werden da so zugemüllt mit Werbung, dass irgendwann auch ich mal aufgehört habe zu denken. Ja? Und das ist das Gefährlichste. Und die jungen Bauern, die bekommen heute nur noch Betriebswirtschaft eingetrümmert. Ja? Aber dass unser Boden nicht nur ein Nährsubstrat ist für die Pflanze und nicht nur NPK und vielleicht noch Schwefel, sondern dass das mehr ist, das müssen wir wirklich aufpassen, dass es nicht ganz verloren geht, ja? Zumindest im konventionellen Bereich, weil da ist in der Schule nichts mehr drin. Der Bodenkurs. Der Infomaterial liegt irgendwo aus? Also das glaubt mir jetzt bestimmt keiner, aber wir haben es nicht abgesprochen. Es gibt ja noch Internetseiten, zum Beispiel humusfarming.de, grünebrücke.de, innovativelandwirtschaft.de und außerdem liegen da hinten Flyer. So wie ich das verstanden habe, sind die 50 Hektar für die Biogasanlage? Also du produzierst jetzt nichts mehr zum Essen, momentan, bis die Bank wieder ruhig ist und weil du sagst, dass das sicherer ist. Hast du das dann wieder vor, dass du dann danach auch wieder Ernährung, also Nahrung produzierst? Oder was ist dein Plan? Also wir produzieren ja auch nach wie vor Lebensmittel. Also wir haben jetzt dieses Jahr unseren Weizen an eine Melzerei verkauft. Als Brauweizen, weil es war halt als Futterweizen angebaut. Die wollen Weizen mit wenig Eiweiß. Aber da war es auch so, die haben auch gesagt, also so einen Weizen haben sie dieses Jahr nicht viel bekommen. Ja? Und das ist dann auch wieder Motivation. Also ich will definitiv wieder Lebensmittel produzieren, aber ich muss im Moment jetzt schauen, dass die Biogasanlage läuft. Das ist einfach unser primäres Ziel. Ja? Und wenn ich sehe, dass wir auf der Fläche so produktiv werden, dass da jedes Jahr 20 Hektar wieder raus können für Lebensmittelproduktion, nichts Besseres kann mir passieren, dann würde mich sehr darüber freuen. Ja? Frage auf der linken Seite. Zwei Sachen. Bin der Martin.
Da war eins dabei, schade, dass man das nicht riechen kann, eine Folie. Ich habe 2015 angefangen mit so Rotelenker. Also beim ersten Mal habe ich ein Spritzfenster gelassen, wobei ich mache immer mit Spritzfenstern. Und es war sagenhaft, weil im Spritzfenster hat es nach circa 5 Tagen faulig angefangen faulig zu stinken. Und da, wo der Rotelenker eingesetzt war, ein schöner würziger Geruch. Und selbst 5 Monate später war es noch erkennbar. Nicht nur von mir, sondern von ganz fremden Leuten, die einfach habe riechen lassen, da und dort. Ich bin auch konventioneller Landwirt. Bei mir geht es ähnlich wie bei dir, die Böden haben abgebaut, massiv. Ich habe 2015 einen Bodenpraktikerkurs gemacht. Und es ist wirklich so, wie du sagst, ich muss mein Denken komplett umstellen. Ich muss meine ganze Meisterausbildung hin und ausschmeißen und muss frisch anfangen. Es ist zum Kotzen, aber es ist schön. Also auch hier nochmal ein Blick. Es gibt im Englischen ganz tolle Seiten. Soil for Climate, also das vor als vier geschrieben. Ganz toll. Helft mit, das zu übersetzen. Da sind diese Geschichten, von wie sie hier sind, die sind dort weltweit eingetragen. Wir würden uns freuen, wenn wir in Deutsch auch einiges übersetzt bekämen. Weil die Ideen, die sind fantastisch. Also die Landwirte, die kommen auf Ideen, das ist super. Ja, Michael, ich habe eine Frage zur Biogasanlage, zum Substrat. Inwieweit machst du da schon eine Aufbereitung? Weil das ja, denke ich, auch ein Schlüssel sein wird, um die Böden wirklich weiter aufzubauen. Also Aufbereitung vom Gärsubstrat, bevor es ausgebracht wird. Also wir wollen jetzt dieses Jahr, oder ja, wir müssen jetzt im Februar das bauen, ne, dass wir unsere EMs oder Fermente selber produzieren, ne, weil ich bei der Menge einfach riesige Mengen brauche. Ja, und das ist jetzt für uns im Februar die große Baustelle, dass wir unsere EMs produzieren, dass ich sowohl die Kühle behandeln kann, als auch die Rotelenkung nachher machen kann, weil das in der Menge zuzukaufen ist einfach schlichtweg zu teuer. Ja. Gut, dann würde ich ganz gerne. Wie lange hat der Zeit? Genau. Vielen Dank, Michael. Super.